Die Gezeitenspinne rennt weg von Boran. Unter den Schüssen von Bock und Rotze klaffen nun viele Löcher im lebenden Schiff. Eines der Beine ist abgetrennt, das andere hinkt. Von 8 Beinen bleiben euch 6. Und da nur eine Seite betroffen ist, ist dies wohl doch schlimmer als gedacht. Ein Debakel. Auf dem Oberdeck werden jetzt nach und nach die Verwundeten versorgt. Die Medici brennen gerade einen der Beinstümpfe aus. Es riecht nach verbrannten Haaren und Menschenfleisch. Einer der Söldner liegt auf dem Bauch. Panisch, doch bewegungsunfähig, versuchen die Heiler, ihn zu retten. Eine riesige Wunde, die in seinem Rücken, ja, euch verrät, dass er sich wohl nie wieder bewegen kann. Um euch herum die Insel Maraska. Bald verlasst ihr die Boransche Bucht. Aber ihr könnt immer noch den Rauch vom Kriegshafen erkennen. Euch ist heiß. Der Schweiß läuft euch die Rüstung herunter und die Sonne brennt hernieder, wenn sie jetzt bald untergeht. Und damit beginnen wir. Ihr steht auf dem Oberdeck der Gezeitenspinne und blickt auf eure Mannschaft. Oder was davon übrig ist. Sind das Kapitän. Mittelreichische Söldner oder was für Söldner liegen da und schreien da gerade? Das sind Mittelreicher. Okay, reichstreue Mittelreicher nehme ich an? Ja, die haben zumindest teilweise für Tobrien gekämpft und Usilia wurde vernichtet. Die haben also, ja, bis zur letzten Konsequenz haben sie wohl gestritten und tun es auch weiter, haben sich nicht zurückgezogen und sind nach Garak geflüchtet oder ähnliche. Na gut, dann fange ich jetzt an, auf jeden, für den ich das nötig halte, einen Balsam zu wirken. Bis ich halt keine ASP mehr habe. Wie viele ASP hast du noch? Bist du voll? Voll. Gut, dann wie viele ASP sind das? 40? Lass mich kurz nachschauen. Das sind 40, ja. Okay. Ja, dann kannst du dich auf alle Fälle zu den Medici stellen und auch die Leute, die Schülerin von Kohlrab und auch Kohlrab selber sind dort jetzt angetreten, um jetzt hier zu versuchen, wie auch immer sie jetzt helfen können, aber stellen eben ihre wenige Sternkraft zur Verfügung, auch wenn dies nicht wirklich reicht. Ihr habt noch viele Verletzte an Bord, einige wenige leicht und schwer verletzt, aber naja, wenn ihr euch jetzt einmal so durchzählt und dann irgendwann Ugdan auf euch zukommt, mit einer neuen, aktuelleren Liste, wo viele Namen durchgestrichen sind, kann er dann euch Offizieren berichten, zumindest wenn ihr dann noch daneben steht, irgendwo Adeptus Major Eldan Gorbas noch in Hörreichweite der anderen Offiziere. Señores, wir haben wohl einige viele verloren. Die schwere Infanterie, das Greifenbanner ist komplett aufgerieben. Komplett? Alle miteinander? Signore, sie fehlen vollständig. Ich weiß nicht, wo sie geblieben sind und die Männer von Signore Blutschlug sind ebenso verschwunden, ebenso wie der Geweihte. Das war zu erwarten. Das war zu erwarten, Signor? Dass Blutschlug und seine Leute da nicht wiederkommen, war zu erwarten, meinst du nicht? Ich meine, du kennst ihn doch. Signore ist ein Chorgeweihter. Und, hast du schon mal erlebt, dass Blutschlug die Beine in die Hand nimmt? Ich habe schon vieles von ihm gehört, aber dass er gerannt ist, nein. Entsprechend werden seine Leute auch bei ihm geblieben sein bis zum Letzten. Der Mann Drachhorst hat es auch nicht geschafft. Er ist zumindest noch nicht unter denen, die ich durchgezählt habe. Estoy molesto. Nun gut. Una Debacle. Signore, ich werde mich um die anderen kümmern. Vielleicht kann ich mit etwas Kräutern, die ich im Unterdeck finde, noch Emlenblatt für die Schmerzen. Signore, ich melde mich ab. Sehr wohl. Ja, dann. Ihr sollt vielleicht mal mit diesen Männern reden. Eine aufmunternde Rede halten. Ja, lasst erst einmal verwundet werden. Sammelt die anderen, die noch unter Deck sind. Ich werde mein Bestes tun. Ich würde mich da auch zu den Verwundeten begeben und probieren, mit profaner Heilkunde ihre Wunden zu verbinden, beziehungsweise die Sanitäter zu unterstützen. Profan? Naja, Heilkunde Wunden. Ja, möchtest du mir auch Anatomie anbieten oder nur Heilkunde Wunden? Nur Heilkunde Wunden, fürchte ich. Okay. Such mal derweil mal irgendwas Hohes zum draufstellen. Der Steinaltar, an dem du selber einmal ausgeblutet bist. Wie passend, wie passend.
Ich stelle mich da hoch, blicke nochmal über die Leute. 100 sind noch da. Männer! Mag vielleicht jetzt gerade nicht so aussehen, aber wir haben halt einen großen Erfolg errungen. Wir haben Oran, die Uneinnehmbare, in doppelt gesicherten Kriegshafen erstürmt und bis auf die Grundmauern abgebrannt. Wir haben dem höchsten Paktierer des Xafai auf diesen Welten einmal mehr die Stirn geboten und sind lebend davongekommen. Andra blickt an diesem Tag stolz auf uns herab. Auf uns alle. Das war wirklich eine großartige Leistung. Für die Götter und für das Reich. Noch mehr davon und wir zwingen Hafax in die Knie. Andra! Andra! Chip. Für die 20. Die 20 neu gechippt und bei Abel mir glaube ich auch, ne? Auch die 20 oder die komplette Probe? Ich kann auch zwei Würfel aussuchen, oder? 16 nein, und die 20. Nein, so, dann nur die... 3 oder 1? Dann nur die 20. Ich wollte gerade sagen, die Charisma 15, das Fingerfertigkeit ist halt das Problem. Damit hast du, Moment, THW 7, hast du so 6 Sternchen über. Dann reicht das nur für grobe Verletzungen, irgendwelche kleinen Schnittwunden, aber nicht für wirklich innere Wunden, gerade die am Bauch, die dann lebensgefährlich werden oder gar die am Kopf. Ja, gut, dann flicke ich halt nur so oberflächlich zusammen. Oder die einfachen. Ja, kannst auf alle Fälle, wie gesagt, helfen. Und ja, die anderen Leute unterstützen. Neben dir steht auch der, derjenige, den Kiaras wohl aus dem Gefängnis entlassen hat. Den hattest du ja auch gesehen, als du das allererste Mal in Boran warst. Numinorus, und auch der wird jetzt gerade profan mithelfen und ja, wie als ob er schon seit mehreren Jahren auf diesem Schiff ist, oder auf einem Schiff, in dieser Mannschaft, ja, gliedert er sich hier ein und übernimmt hier Aufgaben. Er ist also, ja, definitiv auf das Leben, an das Leben eines Sanitäters an Bord eines Schiffes gewöhnt. Wie sieht das aus mit Ahmad? Kommt gerade vom Steuerturm nach unten und sieht auf das, was die anderen angerichtet haben. Oder auch nicht. Man ist auf jeden Fall, ja, schockiert von den letzten Erlebnissen, die sie durchlebt haben. Der Angriff auf Boron, naja. Ja, Ahmad würde auch zu den Leuten hingehen, die es wahrscheinlich nicht schaffen werden. Und ihnen dann, ja, ihre letzten Sünden abnehmen oder was auch immer. Und dann zu Umgulash beten, dass sie doch bitte gnadenreich mit den Seelen der Verstorbenen sein möge. Und würfel mir mal bitte eine Götter- und Kulte-Probe. Denn viele der Männer werden dir zwar die Sünden, wenn sie denn welche haben, gestehen, ja, das Typische, was man eben in einem Söldner- oder Soldatenleben eben so tut. Ja, wirklich nicht so viel, was dich da schockieren könnte. Aber Umgulash kennen sie nicht. Wer ist denn das? Gaia Mutter. Das ist ein Glauben, der sehr in Fasar verbreitet ist. Boron gilt nur als derjenige, der die Seelenwaage, also der die Seele misst. Umgulash ist diejenige, die den Tod bringt. Und die am Ende dann quasi, ja, für das Ende ständig ist. Wie sieht das aus mit dem Offizier Kiaras? Ich bleibe wachsam. Ich werde mich auf den Schützenturm begeben und die Männer dort anhalten, Ausschau zu halten, denn so weit von Boran sind wir noch nicht entfernt und wer weiß, ob sie nicht noch Schiffe oder Flotten in der Nähe haben. Ich bleibe vorsichtig und plane bereits im Kopf, bevor ich zu den Karten kommen kann, einen Kurs, wie wir so schnell wie möglich hier wegkommen, sicher hier wegkommen. Ich gehe zwischen den Überlebenden durch, klopfe nochmal dem einen oder anderen auf die Schulter und wühle mich dann aus dem Oberdeck heraus, suche nach Jasper und nach Kohlrab.
Jasper wirst du auf den ersten Blick nicht finden, aber Kohlrab wirst du unter den Verletzten finden. Nicht selber verletzt, aber heilend. Okay. Nee, dann lasse ich sie in Ruhe. Dann halt auch, aber mir halt auch. Oh. Nee, dann suche ich nach Jasper. Also um Unterdeck irgendwie. Gut, Gassenwissen. Yep. Habe ich extra gesteigert. Hast du Archenkunde? Nein. Schade. Sehr schade. Leider nicht. Ja, aktuell hat da niemand wirklich Zeit für, kann dir nicht helfen. Du schaust unten in der Klaschembe nach, wirst die da nicht finden. Keine Ahnung, wo Jasper gerade rumläuft. Dann gehe ich halt zu Doschek. Ja, den wirst du wahrscheinlich finden. Doschek kannst du erreichen. Ich stelle ihm dann eine Fiole von dem Traumwindel, leg sie auf den Tisch. Doschek, hier ist euer Gift. Ist das das Richtige? Mein Herr, ich bin Mathematiker. Ich habe keine Ahnung von Alchemie. Nein, sorry, Spielerfehl. Ich meinte Wollstedt. Aber wenn ich bei Doschek bin, Doschek, sag mir, wie viel Druck wir noch haben, ja? Ich kann nachmessen. Schauen wir mal nach. Die Verklebungen haben sich noch nicht gereinigt. Ich vermute, es wird schlimmer und schlimmer. Darf ich kurz fragen? Nun ja, wir haben, seitdem wir in Boran eingelaufen sind, noch keine weiteren Punkte generiert. Die sollten laut meinen Berechnungen immer dann eintreten, wenn Schiffe verdaut werden. Es wird gerade unter Deck noch von den Matrosen entladen, aber da die Söldner nun nicht helfen können, wird das noch ein bisschen dauern. Nicht mehr lange, denke ich. Jawohl, mein Herr. Haltet mich auf dem Laufenden, wie der Druck aussieht. Ich will nicht auf halber Strecke liegen bleiben. Aktuell klopft so ein bisschen gegen die Ader, als wäre es seine Erfindung. Klopft ein bisschen gegen. Ja, also noch läuft sie. Nicht ganz rund, aber sie läuft. Sehr gut. Dann geht's diesmal wirklich zu Bolstedt. Ja, den wirst du in seinem Alchemielabor finden, da wo er hingehört, und ist da wohl gerade beschäftigt. Jasper ist nicht dort, aber Bolstedt findest du dort. Ja, mein Herr, Herr Kapitän? Wir haben euer Elixier besorgt. Wird es ausreichen? Was für ein... Von den Flaschen. Was für ein Elixier, mein Herr? Das Traumwind-Elixier. Für die Seeschlange. Ihr erinnert euch? Welche Seeschlange? Traumwind-Elixier? Das ist ja interessant. Ich war gerade dabei, welches zu kochen. Sagt mir einfach, ob es reichen wird. Reichen wofür? Um eine Seeschlange zu betäuben. Wir wollen eine Seeschlange betäuben. Wir wollen eine Seeschlange betäuben. Oh, ich werde einfach mal die Qualität dieses Alchemikums mir besehen. Wollt ihr dabei bleiben? Nein, danke. Ich habe extra einen neuen, Jasper vorbei, wenn er kommt. Ich habe extra einen neuen Kolben aus Glas besorgt. Natürlich. Und dann verlasse ich diesen Raum wieder und erinnere mich, also jetzt einmal mehr daran erinnert, warum ich hier sonst nie bin. Und sowas bezahlen wir 2 Dukaten am Tag. Hey, immerhin produziert er fleißig. Produziert, das ist richtig. Und dann geht's wieder aus dem Wort, irgendwie Ahmad, Kiara, was auch immer da rumsteht. Ja, mich wirst du wahrscheinlich gerade aus dem Schützenturm kommen sehen. Schnurstracks auf den Weg in den Kommandoturm. Ah, Garina, gut. Wo geht's hin? Kapitän? Mir kommt der beste Pfad, den wir einschlagen können, gen Norden. Süden scheint mir doch ein wenig gefährlich zu sein. Ja, ich denke auch. Erst einmal fort hier und dann müssen wir schauen, wie wir mit den Seeschlangen verfahren. Ich werde Hasswolf nachher nochmal ansprechen. Ja, ich weiß. Ich werde die Karten noch einmal zu Rate ziehen, um den besten Kurs auszurechnen. Du das, informiert Ahmad dann, wo wir am besten hin sollen. Jawohl. Wenn er dann wieder ansprechbar ist. Damit mache ich mich auf den Weg. Ich würde probieren, Numinorium anzusprechen, den neuen Geweihten des Effard.
Nominoro. Ja, ihr seid ein Weißmagier. Merkwürdige Truppe auf einem solch dämonischen Schiff. Na gut, ich werde mich über die Rettung nicht beklagen, aber ich werde es trotzdem in Frage stellen, was das für eine Mission war. Das wird sich zu gegebener Zeit aufklären. Sagt, wie kamt ihr in dieses Gefängnis überhaupt? Ich wurde gefangen genommen von einem der Schiffe, die nicht wirklich patrouillieren, aber das eine oder andere versucht dann doch noch seinen Weg. Und wenn man den Maraskan Sund nicht befahren kann, dann wenigstens südlich vom Golf von Tuzak haben wir es versucht. Aber auch da wurden wir aufgelesen. Und auf welchem Schiff habt ihr vorher gedient? Das war die Zyklop. Und das kam aus dem Süden oder aus dem Norden? Aus Hestam oder aus Kunchum? Ah, ein paar Söldner aus dem Süden. Das Schiff selbst war nicht alanfanisch, aber ich habe dort angeheuert, wollte eigentlich wieder zurück in Richtung Perikum. So ein ungewöhnlicher Name, den ihr führt. Nominoro. Nominoros, ja. Ein Alvaranjar, das ist Effert. Ah. Drüben im Güldenland verehrt man ihn wohl als eigene Gottheit. Das ist natürlich Quatsch. Und ihr kommt auch aus dem Süden, oder? Ich komme eigentlich von der ganz anderen Küste. Bei Havena in der Nähe, aber hab mich dann dazu entschieden, Gutes zu tun. Ihr seid ja also Mittelreicher. Mittelreicher, ei. Bei Abitoste. Woher? Was? Abitoste? Bei Abitoste, ei. Ist das ein Ort oder eine Stadt oder ein Dorf? Nein, das ist ein Schwur. Eine Bezeugungsformel, wie er schaut so ein bisschen an deinen Siegeln und Wappen und deiner Kleidung entlang. Wie, jetzt würde ich so sagen, bei Praios. Ist es zyklopäisch oder? Abitoste, Aureliani. Ah, güldenländisch. Ihr seid weit von eurer Heimat entfernt. Sag ich ja, andere Küste. Nun gut. Ihr scheint euer Handwerk zu verstehen, wie es aussieht. Schaut mal, sollte dieser Mensch da so bluten? Hier, Gürtel weiter anziehen. Absperren, hier, die Ader muss weg. Sollte man am besten schnell veröden. Nein, bluten sollte er nicht. Aber ich wundere mich etwas. Warum habt ihr diese Mission geführt? Sicherlich nicht, um ein paar Kamotgardisten in Boran aufzureiben. Oder um mich zu befreien, oder? Das sollte euch vielleicht der Captain erklären. Ihr sollt eigentlich vorsichtig sein. Er hat ein gewisses volatiles Temperament. Ja, wenn man eine Dämonenarche steuert, dann muss man die wohl haben. Aber mich wundert, dass ich bisher noch keinen anderen Eferdi gesehen habt. Reist ihr ohne einen Schiffsgeweihten, ja? Einen Bordgeweihten? Das wird euch der Kapitän auch erklären. Ich bin ja mal gespannt. Hier. Haltet mal. Haltet fest, Mann. Da drauf drücken? Ja, hier. Seht ihr die rote Stelle? Da. So, und jetzt einmal hier die Ader. Gut. Er suppt immer noch. Ich kann's nicht ändern. Ist er noch zerrippen? Oder sein Arm? Ja, sein Arm wird er wohl nicht wiederkriegen, aber muss man sich vielleicht um eine Prothese kümmern. Für einen Haken wird's nicht reichen. Ich hoffe, ihr bezahlt eine versehrten Rente, ja? An die Eferkirche, Boronkirche? Ich glaube schon. Die Chorkirche? Gut. Dann werde ich mich jetzt erstmal um die anderen kümmern und dann habe ich später immer noch Zeit, mich mit dem Kapitän und euch zu unterhalten. Kann ich jetzt loslassen? Ja, lass los. Gut. Ich möchte trotzdem mal an Avemir herantreten. Ja, dann? Avemir, ich will euch bei der guten Arbeit hier wirklich nicht stören, aber wenn ihr irgendwann einen freien Moment habt, schaut mal, ob wir nicht von irgendwelchen Botendämonen verfolgt werden, ja? Das kann ich gern tun. Nur so, für den Fall der Fälle. Gut. Ja, dann würde ich mich zum Turm begeben auf dem
den vorderen Turm da und da hochsteigen. Ja, da wo noch ein bisschen was übrig geblieben ist, wo die Schützen stehen. Genau. Was möchtest du wirken? Ich schätze ein Odem im Umsichtmodus. Zauberdauer? Sekunde. Aktion. Ja, ist ja die Frage, ob er vielleicht auch verlängern möchte. Also Zeit lassen auf jeden Fall. Wollte gerade sagen. Ich muss gerade nachgucken. Die Variante im Blickfeld, Sichtbereich, wo man sich umgucken kann, ist, glaube ich, meines Wissens eine plus 7. Ich glaube auch eine plus 7. Und dann wird es schwierig. Also ich kann es gerne probieren, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Lass mir Zeit dabei. Zeit lassen ist, glaube ich, eine Erleichterung von 4. Dann hätte ich... Nee, Zauber dafür doppeln ist 0 ZFP und Erleichterung 3. Meines Wissens nach. Ja, weil du Gildenmagier bist. Genau, also normalerweise 3, ja, aber für Gildenmagier ist dann die Zeitmod nochmal erleichtert. Also um 4, also letztendlich um plus 3 erschwert. Genau, plus 7 minus 4. Sind dann eine plus 3, die übrig bleiben und damit, ja, wenn du angenehme ZFP-Werte hast. Und ist gelungen. Du bekommst 5 Schadenspunkte. Über okay. dir schweben 5 Augen, die euch begleiten. Mit der Geschwindigkeit, die ihr aktuell auf offenes Gewässer habt, ja, sitzen über dir, neben dir, beobachten dich und starren sehr, sehr schmerzhaft direkt in deine Seele. Ziehen ein bisschen deiner ja, Sternkraft aus dir heraus, ziehen ein bisschen Seele aus dir heraus und du merkst, wie du schwächer wirst und deine Nase fängt an zu bluten und ebenso aus deinen Ohren fängt es an zu laufen. Arg. Da würde ich mir krampfhaft am Geländer, falls eins vorhanden ist, festhalten. Nicht mehr. Dann würde ich zurückstolpern in Richtung Treppe. Treppenaufgang, Magister, einer der thulamitischen Schützen, versucht dich so ein bisschen aufzufangen, damit du jetzt die Wendeltreppe nicht runterstürzt. Was habt ihr? Geht es euch gut? Dämonen. Unsichtbar. Seid wachsam. Die sind um uns. Dämonen! Unsichtbare Dämonen! Schreit nicht so rum, ihr Trottel. Die Schützen verfallen so ein bisschen in Panik, schauen, ja, jetzt abergläubisch. Sie tun euch nichts, sie beobachten euch nur. Ja, das ist zu spät. Würfel gerne mal eine Überzeugenprobe, um sie ja wieder zu beruhigen. Sie ist erschwert um 8, weil sie Aberglaube haben. Okay, überzeugen. Überreden habe ich nur. Ja, überzeugen. Ansonsten musst du ableiten. Also um 10 erschwert oder 10 plus 8 jetzt in. Ja, ich sag mal, nur erleichtert, nur erschwert um 5 für das Ableiten und dann plus 8, also 13. 13 auf Überreden. Unheilige 13 Punkte. Joa. Über uns sind Dämonen, unsichtbar. Und jetzt kannst du auch erkennen, wie sie laut schreien und das Unterdeck verfällt ebenso in Panik. Da, wo eben jetzt die Medici noch versucht haben, an offenem, ja, über offenem Himmel dann zu operieren, die ja, einzelne Ballisten, du kannst sehen, wo wieder eine Rotze abgeschossen wird, ohne ersichtlichen Grund, ohne irgendwas zu treffen. Die Leute sind in Panik. Und zwar alle, die irgendwie Aberglaube haben. Alle, die sich noch irgendwie bewegen können, wenn sie dann nicht gerade ein Bein verloren haben oder ohnmächtig sind oder ja, keine Wirbelsäule mehr haben. Ich versuche, der Lage Herr zu werden. Dass ihr wohl mal in Ruhe einkehrt! Was schreist du hier so rum? Kohlrab, kümmert euch da mal drum! Dann stapfe ich den Turm hoch, um der am lautesten brüllt, erstmal vom Kragen zu packen. Was tut Achmat? Achmat würde, nachdem die ersten Schreie von unsichtbaren Dämonen laut werden, sich auch erstmal umschauen, dann einfallen, dass das wahrscheinlich gar nichts bringt, unsichtbare Dämonen erspähen zu wollen, und dann zum ersten Magier zu fremden, den er sieht. Achmat, du bekommst einen Schadenspunkt. Ja, nehme ich hin. Ich renne trotzdem zum nächsten Magier, den ich sehe. Ja, du hattest kurz das Gefühl, dass du aus deinem Blickwinkel, hattest dich gerade umgedreht, für einen kurzen Moment hattest du das Gefühl, dass da wohl irgendwie was sitzt, aber als du wieder hinguckst, ist es weg. Sie sitzen in Ecken, die es gar nicht gibt, in anderen Sphären, über dir, unter dir, in dir.
Eldern steht irgendwo neben dir und hat jetzt gerade mit einem sehr weißen Gesicht seine ganze Sternkraft in den letzten Verwundeten gepumpt und ja, zittert, friert so ein bisschen trotz der Sonne. Ihm ist kalt. Dagus, ich brauche deine Hilfe. Was ist? Ihr könnt unsichtbare Dämonen sehen. Ich werde es nicht fragen. Ich muss mich setzen. Und ich würde mich erstmal zurückstolpern und mich irgendwo hinsetzen. Was ist? Was wollt ihr? Das war zu viel. Zu schnell. Werdet ihr gerade angegriffen? Nein. Das war... Entschuldigt. Es ist selten, dass es so viel auf einmal ist. Ich muss mich beruhigen. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, aber wir werden angegriffen von Dämonen. Achmat, ein Schadenspunkt. Ich schaue mich um. Sie sind hier irgendwo. Sie sind unsichtbar. Ich brauche eure Hilfe, um sie zu sehen. Ich kann euch nicht helfen. Nutzlose Magier. Warum kannst du mir nicht helfen? Ich möchte mal auf Magiekunde würfeln. Habe ich eine Ahnung, was es vielleicht für ein Dämon sein könnte? Also habe ich schon mal von unsichtbaren Dämonen gehört. Hast du die Spezialisierung Dämonologie? Nein. Dann würfel mal eine Magiekunde plus 7. Okay. Zählt magische Analyse oder nicht? Nee. Brauchst du die Spezialisierung Dämonologie? Ja. Gutongi. Das ist eine Grundvorlesung. Es wird zwar nicht überall gelernt, Dämonologie, aber Gutongi, das sind Grunddämonen. Werden Gutongi sein, weiß ich, was man gegen die tun kann? Jeder von euch kriegt einen Schadenspunkt. Weiß ich, was ich gegen die tun kann? Überlege ich jetzt gerade. 5 Sternchen. Ja, dir fällt was ein. Was tun die anderen, während Eldan sich versucht, an diese Vorlesung zu erinnern? Kohlrab, das ist nicht das erste Mal. Tut bitte was. Und die anderen, reißt euch verdammt nochmal zusammen. Ihr wollt mutige Männer sein? Jetzt bleibt bei den Eiern! Ich stürme aus dem Kommandoturm heraus und mache dasselbe wie Jalan. Ich fange an, Befehle zu brüllen. Information an eure Geschütze, die Verletzten ins Lazarett. Und keiner sagt ein Wort, wenn er nicht einen ausdrücklichen Beobachtungsbefehl hat. Verstanden? Kiaras, Jalan, überzeugen. Plus 8. Kann ich auf Kriegskunst ableiten? Plus 5. Also dann plus 13 insgesamt? Ja. Dann mache ich lieber die Überzeugen. Jo. Hast du dir Erschwernis eingetragen? Ja. Ja, habe ich. Ich nicht. Garas fehlt ein Punkt. Ja, die Schützen bleiben weiter unruhig. Diejenigen, die du unten findest, die kannst du allerdings wieder beruhigen und lassen sich dann weiter verbinden. Die Henker vom Nähr werden dann auch anfangen nachzuladen, die Rotzen. Und ja, zumindest unten kehrt wieder Ruhe ein. Aber oben bei den Schützen ist immer noch einiges Chaos. Ja, aber schickt nach dem Alchemisten. Was rennt währenddessen in die Küche? Sobald du da, ihr beide, geht runter und findet mir Jasper. Sobald es mir dann endgültig einfällt, brülle ich durch das ganze Schiff. Wir brauchen Spiegel! Spiegel! Spiegel machen sie sichtbar! Oder Kinder! Aber wir haben keine Kinder. Bring mir Spiegel! Weihrauch! Ja, haben wir Spiegel? Oder weiß ich, wo ein Spiegel steht, besser gesagt? Gib mir mal eine Hauswirtschaftsprobe, dann habt ihr vielleicht Spiegel an Bord, die ihr dann auch abhängen könntet. Oh, na wunderbar. Ja. Ja. Sehr gut. Dann weißt du, dass es wohl einen Spiegel in dem Zimmer von Jalan gibt.